Wie hat sich das Geschäft denn nach Anfang 1963 weiterentwickelt? Nachdem die ersten 8 korrekt abgewickelt worden sind, also entsprechend der Vereinbarung entlassen worden sind, die Häftlinge, kam die DDR von DDR-Seite und sagt, wir sind bereit, die Aktion fortzusetzen. Und das war dann 63, 64. Dann gab es die erste größere Aktion. Wir haben eine Liste von, glaube ich, 500, 600 Leuten zusammengestellt. Und dann wurde über den Preis verhandelt, weiß ich noch. Und es war uns sehr schnell klar, auch dem Herrn Vogel, dass man nur nicht einen Kopf, für jeden Kopf extra berechnen kann, wie alt und der kriegt noch 1 Mark mehr oder so. Sondern wir haben wieder einen Pauschalpreis vereinbart, und zwar den doppelten von den ersten 8, meines Wissens 40.000, meiner Erinnerung nach, pro Kopf, sodass das also auch leicht abzurechnen war. Und dann war die Frage, bei 500, 600 Häftlingen ist das eine beachtliche Summe schon, das kann man auch nicht in Bargeld rüberbringen. Und zu dieser damaligen Zeit gab es ja zwischen der Bundesrepublik und der DDR keinerlei Verbindung mehr. Nur eine einzige in West-Berlin auf der Basis des Vier-Mächte-Abkommens, die Treuhandstelle für den Interzonenhandel. Sonst gab es nichts. Und was sollte man nun machen? Man konnte der DDR das nicht in bar auch nicht übergeben, dann hätten die Alliierten nämlich Protest eingelegt, weil die DDR mit diesem Bargeld, erheblichem Bargeld, den Güter von der Vorbehaltsliste hätte kaufen können. Das hätte einen richtigen Ärger gegeben. Ein Konto in der Schweiz wollte die DDR auch nicht oder hatten nicht die Möglichkeit. Und so wurde dann eine wunderbare Lösung gefunden, mit Hilfe der evangelischen Kirche, das heißt mit der Hilfe von Militärbischof Kunz damals, der in Bonn war, dass das diakonische Werk der evangelischen Kirche Waren, in unserem Auftrag Waren in die DDR liefert zur Bezahlung. Und so ist das dann von 64 an bis zum Ende des Häftlingsfreikaufs praktiziert worden. Das heißt, wir haben uns mit der DDR auf die Köpfe geeinigt, und wenn die entlassen waren, dann wurde von unserer Seite, wie man so schön sagt, eine Gutschrift erteilt. Das heißt, später rief ich den Herrn Geisel, den Chef des Diakonischen Werks, an und sagte, also Sie können wieder 10 oder 15 Millionen gutschreiben. Dann setzte der sich mit dem Herrn Seidel, der Hauptabteilungsleiter in Ost-Berlin, der dafür zuständig war, in Verbindung. Und ein paar Tage später trafen die sich in Ost-Berlin. Dann gab es diese denkwürdigen Verträge. Das war nichts weiter als ein Stück Papier ohne Kopf und mit Unterschrift zwar, aber ohne Kopf und alles. Und da stand dann nur so und so viel Tonnen X und Kaffee, Rohkaffee, allem Möglichen. Und später dann auch Rohdiamanten, Industriediamanten und alles Mögliche und Erdöl und sowas. Daneben dann die Summe. Und das war es. Das unterschrieben die beide. Und dann hat der Herr Seidel in unserem Auftrag die Firma Intrag im Westen beauftragt, die Dinge zu liefern. So ist das abgelaufen. Mit dem Ergebnis, dass zunächst zwar, ich weiß nicht, die erste Lieferung war Mais, werde ich nie vergessen. Und weil das noch einen besonderen Hintergrund hatte mit dem Mais. Und später ist dann die DR dazu gegangen, diese Verträge, die praktisch für sie Bargeld waren, auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Das heißt, wenn dafür, weiß ich, 20 Millionen Rohdiamanten zertifiziert waren, konnte man selbstverständlich dieses auf dem Weltmarkt sofort verkaufen. Und so haben sie im Grunde nachher eine reine Deviseneinnahme gehabt. Also unsere Vorstellung, mithilfe dieser Erfahren der Bevölkerung in der DDR zu helfen, das hat sich nicht erfüllen lassen. Das war immer der wunde Punkt, aber man muss die Dinge realistisch sehen.
Es wäre unmöglich gewesen, einen Dampfer mit Bananen zu ordern und dann von der DDR zu verlangen, in welcher HO das verkauft worden ist. Das wäre einfach Überforderung gewesen. Also man musste sich darauf einlassen. Und das hat der Schalko Lukowski nachher geregelt mit dem Koko. Wie gesagt, das bis zum Ende dieser Häftlingsaktion so abgewickelt worden.